Hallo und herzlich willkommen bei einem Gameplay von Dying Light von Marcel und mir. Wir zwei wollten einfach über das Spiel reden, wie es ist, wie wir es mögen, wenn wir es weiterempfehlen würden und ein bisschen von der Story. Genau, eine kleine Warnung, beziehungsweise eine Warnung vorab. Falls ihr das Spiel noch nicht gespielt haben solltet, kann sein, dass ihr ein bisschen Spoiler seht, aber wir versuchen natürlich so wenig wie möglich zu spoilern. Und dann würde ich sagen, erzähl mal ein bisschen, wie wir das Spiel fanden. Also anfangen würde ich jetzt erstmal die Grafik. Wie fandest du die Grafik, Markus? Also die Grafik war echt eigentlich gut. Ich auch noch mit meinem alten PC. Bin sehr gut durchgekommen. Konnte auch auf High spielen. Und hatte keine Lags. Immer eigentlich konstant mindestens 30 FPS. Genau, und meiner Meinung zu der Grafik, gut, es gibt natürlich Stellen, die sind unsanft verarbeitet, aber es gibt es in jedem Spiel. Ja, natürlich. Aber für ein Zombie Open World, ich glaube Open World wird das ja genannt, soweit ich weiß, selbst von den Entwicklern. Ja, ja. Genau. Muss man sagen, ist echt gelungen. Ihr seht ja jetzt die Wände, ich zeige mal ein bisschen was von der Grafik, die Büsche. Okay, das geht jetzt. Okay, doch, sieht auch gut aus. Nee, die Grafik ist auf jeden Fall, finde ich, auch sehr gelungen. Ein Sonderangebot für die. Und ja. Zu Grafik gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen, oder? Nö. Da würde ich auch eins gern sagen, wie ein Betriebssystem. Oder willst du sagen? Nö, sag du gerne. Also, mein PC ist natürlich kaputt gegangen und da wollte ich auf meinem Laptop einfach mal spielen. Aber da gab es ein Problem. Ich wollte es runterladen und dann merke ich, das Spiel eigentlich ist 16,4 GB groß, aber ich lade nur mit, ich habe nur 129 MB runtergeladen. Da habe ich so gegoogelt, warum geht es nicht? Und da habe ich erfahren, dass es nur mit einer 64-Bit-Version geht. Tja. Finde ich, ja, echt doof. Ja, und hier seht ihr mal einen ekligen Teil von Dying Light, das sieht dann nicht besonders appetitlich aus. Nee, schweife ich jetzt ein bisschen ab. Ja, genau, das war Max sein Problem. Auf jeden Fall, Dying Light. Wie man schon gesehen hat, Dying Light hat sehr viel mit Looten zu tun. Also ein Riesenspiel für Loot-Fans, wenn man das so sagen darf. Ja, das macht ziemlich Spaß. In jeder Ecke kannst du was finden oder du findest mal eine Höhle, da ist ein Easter Egg oder einfach mal wieder eine neue Waffe, die viel stärker ist dann oder neue Entwürfe, die dann deine Waffe verstärken kannst. Macht echt viel Spaß. Genau, im Großen und Ganzen, ihr könnt überall was finden. Es rentiert sich überall nachzuschauen, ob es da was gibt. Genau, und bei Dying Light ist natürlich, was euch das Herz in die Hose rutschen lässt, natürlich die Nacht. Wie ihr schon eben gesehen habt, ihr habt ja eben unten, ich weiß nicht, ob ihr den gelesen habt, unten hat der Turm gesagt, wenn es Nacht wird, bla bla bla, es gibt in diesem Spiel Unterschlüpfe. Unterschlüpfe? Ja, doch, stimmt. Ja, ja. Die schaltet man im Laufe des Spiels frei. Und da ist man vor der Nacht sicher. Ich bleibe jetzt mal mit Absicht nachts draußen, dass ihr das auch mal gerne sehen könnt. Und die Nacht ist wirklich schwer, könnte man sagen, wenn man es dumm anstellt, weil man muss schon mit ein bisschen Plan reingehen, weil wenn man einfach durchläuft, dann kommen einfach 5 Schattenjäger hinter euch und ihr seid sofort tot. Das ist echt schwer. Wollen wir vielleicht erzählen, wie bei uns das erste Mal war? Ja, gerne. Dann fang du an. Okay, also ich hatte ja richtig Angst heute im Spiel. Also am Anfang ist es ja so, bevor man einen Korb spielen kann, muss man es erstmal in der Zeit reingespielt haben. Und da habe ich schon richtig Angst gehabt. So, als wir dann Korb spielen konnten, da war die erste Nacht gemeinsam von mir. Unser festes Ziel war, wir bleiben zusammen. Ja, okay, klar. Ja, und wir haben uns halt so Checkpoints gemacht, immer. Da gehen wir hin, da gehen wir dann hin. Und dann ist es ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Ja, wir sind alles, also wir beide sind in... Oh, geil. Digga, wir beide sind in zwei verschiedene Richtungen gelaufen. Ja, wir haben ganz gesagt, ich bleibe auf jeden Fall zusammen. Bleib auf jeden Fall zusammen. Und dann, jeder ist einfach, tschüss, tschüss, ich bin weg, tschüss. Ja, Dying Light ist auf jeden Fall auch ein großer Lustigkeitsgrad im Koop. Singleplayer ist super geil, aber wenn man Koop spielt, ich glaube, Koop finde ich jetzt persönlich besser wie im Singleplayer. Und wie wir es von der Safe Zone hatten, hier sehen wir auch schon eine. Ihr habt ja auch keine Waffen da, die könnt ihr dann schlafen. Und da seht ihr schon wieder ein Kampftagebuch, aber keiner weiß, was die sind. Auf jeden Fall, wir laufen jetzt mal weiter draußen rum. Was gibt's noch zu Dying Light zu sagen? Natürlich heißt der Spielprotagonist in dem Spiel Kyle Crane. Ja, genau. Ja. Ja, doch, oder? Ja, so heißt er. Der anfangs ein ziemlicher Arsch ist, wie ich finde. Arsch nicht ganz, der ist eigentlich schon nett, aber
Er ist ein bisschen herzlos. Ja, so kann man es auch ausdrücken, so ganz nett ausgedrückt, ne? Und hier im Spiel seht ihr, es ist 20.16 Uhr. Heißt, die Nacht beginnt um 21 Uhr. Da empfiehlt man euch, entweder ihr überschlaft die Nacht oder ihr sucht euch ganz, ganz schnell Unterschlupf, wie gesagt. Auf jeden Fall, und die Schwäche von den Schattenjägern ist halt UV-Lampen. Und es gibt auch meist oft so Verstecke, wo nur UV-Lampen sind. Und auf jeden Fall wird ihr jetzt immer zu den Verstecken laufen und dann immer weiter. Genau. Und Dying Light, warum das für mich Let's Plays in Deutschland kommt, ist die Sache. Dying Light wurde ja von der USK sozusagen indiziert. Heißt, es hat keine USK-Freigabe erhalten. Warum, ist eigentlich ziemlich unklar. Vielleicht in dieser paar Baby-Zonen, also Szenen, was kommen, bin ich mir aber nicht ganz sicher. Ach, das sind, ich glaube, Max, ich glaube, man sieht nur zwei Stück von. Ja, glaube ich schon, aber ich glaube, Deutschland ist da sehr kritisch, wenn es um Babys geht und allgemein und sowas. Ja, das kann natürlich sehr stark sein. Ja, aber Dying Light, ich verlinke euch unten in der Videobeschreibung natürlich, wo ihr es euch kaufen könnt. Ich hoffe, dass das Video auch online bleibt. Ja, hoffen wir auch. Und ich würde auch sagen, dass wir auch ein paar negative Punkte zu sagen, weil das Spiel kann ja nicht nur super gut sein. Nee, es hört sich super gut an, wenn man redet, aber natürlich gibt es auch in dem Spiel gibt's negative Punkte. Ja, natürlich. Und ich finde, ein negativer Punkt ist, dass viele Zombies sind gleich. Das ist echt ein Problem. Genau, im Laufe des Spiels hast du einfach das Gefühl, du hast den Zombie schon 8 Milliarden Mal erledigt. Aber ja, du kannst ja nicht so 80.000 verschiedene Zombies, das ist schon klar, aber ein bisschen, ich glaube, wie viele gibt es? Noch zwei, drei mehr Arten oder halt von Outfit und so mehr, das wird schon reichen. Genau. Und was ist halt da, um was positiv auf jeden Fall ist, sind die Waffenauswahl, muss man sagen. Du kannst jede Waffe verbessern mit solchen Mods, die ich euch mal hier zeige. Oh, wo haben wir sie? Genau, Entwürfe, genau. Das sind die Mods, mit denen ihr eure Waffen verstärken könnt, immer mal. Und ihr seht schon, wir haben jetzt 20:47 Uhr, es wird schon dunkel. Ich laufe schon mal in Richtung unseres Turms, dass wir da nicht lange mehr draußen sind. Ich will euch schon noch kurz die Schattenjäger zeigen. Ja, bei negativ auf jeden Fall. Was gibt es noch Negatives zum Spiel? Am Anfang sind die, also die wirklichen Gegner, diese Menschen, nicht die Zombies, echt schwer am Anfang. Ja, das stimmt, weil die weichen auch aus. Ja, und die haben stärkere Waffen als ihr und noch sehr schwache Waffen. Und aber das ist halt dieser Charme, dass man ein bisschen sich anstrengen muss. Es könnte ein bisschen einfacher gemacht werden. Genau, und positiv an diesem Spiel ist auf jeden Fall, dass es eine große Welt hat zu erkunden. Viel zu looten gibt, also meiner nach. Oh, ihr seht schon, es leuchtet die Uhr, beziehungsweise die Uhr piepst. Heißt, wir haben 20:57 Uhr. Ich muss erst mal schauen, ja genau, da ist unser Turm. Und die Nacht bricht an. Ein sehr wunderschön. Habt ihr auch schon gehört? Die Soundkulisse von dem Spiel. Boah. Ja, die Atmosphäre ist sehr gut vom Spiel. Oh, da haben wir einen, da haben wir einen. Guck, da hinten seht ihr schon was. Ey, du. Ist Geburt, guck mich schon mal an. Oh Gott! Da seht ihr schon. Hallo. Es ist ein Schattenjäger. Oh Gott, das ist kein Schattenjäger, bin ich dumm. Okay, das war kein Schattenjäger. Viel zu fällig. Ich schau mal nach, ob ich jetzt irgendwo einen finde. Das ist schon schlimm. Oh Gott! Ah, was ist er da? Desto gut. Genau, und so seht ihr, wie am besten solche Zombies gehen können, und zwar mit Fallen. So, da seht ihr den toten Schattenjäger, der sich am Arsch kratzt. Zeig ihm keine schlimmen Sachen, manchmal. Ne, auf jeden Fall. Was findest du positiv noch an dem Spiel? Es kann schon einen guten Suchtfaktor bieten, finde ich, wenn man auf so Spiele steht. Weil man immer mit diesen, dass man in jeder Ecke was finden kann, dass es so viele Easter Eggs gibt, finde ich, es hat schon einen Suchtfaktor. Wie findest du es? Auf jeden Fall, Easter Eggs gibt es natürlich eine Menge, die man vielleicht auch immer mal zeigen kann, aber das ist dann zu einem anderen Video. Mal erstmal schauen, ob das hier online bleibt. Ich hätte da ja, hoffen wir mal. Ein Schnäppchen. Ja, man, ist echt so. Auf jeden Fall vielleicht eine kleine Ankündigung, vielleicht werde ich Stein da und den nächsten Mal live streamen. Und okay. Ich hoffe, ich kann da mitspielen, wenn ich da vielleicht einen neuen PC hab. Genau, hier seht ihr schon. Da steht es im Bett.
so einen Schlafsack, wo wir bis Tagesanbruch warten können. Das machen wir jetzt mal eben. Und eigentlich gibt es schon gar nicht mehr viel zum Spiel zu sagen. Nö, nur dass die Nacht beginnt halt um 9 Uhr, wie gesagt, und endet um 6 Uhr morgens. Genau, richtig. Sonst? Das ist die Uhr ist jetzt. Ne, auf jeden Fall. Noch ein letzter Abschluss von dem Video, ob wir das Spiel empfehlen würden. Also ich würde auf jeden Fall, wenn ihr auf solche Spiele steht, wo die Story nicht so der Burner ist im Vordergrund, sondern auch mehr so auf Kämpfen gelegt wird, Bakura würde ich das Spiel auf jeden Fall empfehlen. Aber wenn ihr mehr so ein Fan seid von mehr rumge... Gut, hier ein Spiel wird auch geschossen, muss man sagen, aber mit Nahkampfspielen ist echt cooler. Ja, aber das Schießen wurde auch echt gut gemacht, finde ich. Auf jeden Fall. Ich kann immer verzeihen, ich habe leider keine Munition. Aber das ist jetzt eine Waffe zum Beispiel. Ne, aber ich würde euch auf jeden Fall das Spiel empfehlen, wenn ihr ein Fan von sowas seid. Und meinerseits würde ich es auch empfehlen, gerade für die Leute, die Dead Island gespielt haben. Und einfach in Dead Island das vermisst haben, dieses Parcours und so. Für die Leute ist es perfekt. Würde ich echt raten zum Kaufen und ihr werdet echt Spaß an dem Spiel. Lol. Und hier sehen wir schon einen kleinen Bug. Und ja, zwar, das ist auch ein negativer Punkt. Hat bisschen viele Bugs, aber das stört nicht so. Und zwar ist jetzt ein Zombie in unsere Safe Zone reingerannt. GG. Ne, auf jeden Fall. Das war's dann mit unserer kleinen Review zu Dying Light. Wie gesagt, ein Kauflink ist in der Videobeschreibung, falls ihr euch das Spiel erwerben möchtet. Weil es ja, sagen wir so, auf normalen Wege ist es nicht mehr möglich. Aber wie gesagt, ich verlinke es schon in der Videobeschreibung, wie alles andere auch, was wichtig zu dem Spiel ist. Und dann danke ich auf jeden Fall fürs Zusehen oder Zuhören, was auch immer ihr gerade getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, Leute, haut rein. Tschüss. Bis dann, ciao.